Willkommen zurück bei den Titanen-Missionen und wir machen hier die Mission 46 und bei diesen Missionen, bei der letzten Reihe, sind für gewöhnlich keine Präventivschläge möglich. Schläge, natürlich. Aus dem einfachen Prinzip, weil es mit einer Videosequenz verbunden ist und dadurch können wir leider keinen Präventivschlag erreichen. Aber den werden wir hier auch nicht brauchen. Wir nutzen hier den Vitalisator und den Protektor. So, ich zeige Ihnen nochmal kurz die Paradigmen. Wir haben hier im Prinzip... ja, ganz schön gewisches Zeug, aber ihr werdet gleich nochmal einen Kampf sehen. So, erstmal hier nochmal die kleine Sequenz, die immer vor den Kampf kommt. Da haben wir den großen Titan. Leider dürfen wir nicht gegen den kämpfen, wäre ja echt cool. Aber nun gut, dann halt nicht. Na komm, zeig uns schon, was wir hier bekämpfen dürfen. Oh yeah, wie wir die Viecher lieben. Ich liebe sie mal gar nicht. So, wie gehen wir hier voran? Wir haben hier erstmal Cesta Sarkomander, dann die Lightning-Ausfähre und dann haben wir noch ein Brecher, das die Fang übernimmt. Und warum haben wir jetzt hier einen verdammten Argumenter? Einfach damit Cess so lange hier wieder nachbuffen kann. Und wir hatten hier ein wahnsinniges Glück, dass wir hier Schocker dabei haben mit Lightning. Also das heißt eine Nexus-Fertigkeit. Und damit können wir das Vieh schnell in den Schockmodus bringen. Und wer das halt nicht so viel Glück hat, man sollte es trotzdem mit 5 Sternen schaffen. So, natürlich erst in den Schockmodus bringen und dann sofort auf Blitzschlag wechseln und sofort auf das Vieh einhacken. So, und dann, wenn wir die ungefähr auf 750% haben, dann wechseln wir hier auf 2x Brecher, also auf Sturmkommando. Und somit machen wir hier dann mehr Schaden und können somit das Vieh in den ersten Schockmodus kaputt schlagen. Sehr schön. Und somit haben wir hier auch die 5 Sterne erreicht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen.